Sie sich auf genussvolle Momente bei Marienhof mit der Sauce Hollandaise von Maggi Meisterklasse. Es wird viel passieren. 250.000 Euro. Hi. Hey. Danke, Carlos, das werde ich dir nie vergessen. Ich kann dir auch nicht versprechen, dass meine Kraft ausreicht. Aber ich werde es versuchen. Also auf das Baby. Baby. Was ist denn jetzt passiert? Ja. Bitte schlaf mit mir. Bitte schlaf mit mir sofort. Es wird viel passieren. Es wird viel passieren. Es wird viel passieren. Willst du es wirklich machen? Was bleibt mir denn für eine Wahl? Sag ihm die Wahrheit. Das ist immer die erste Wahl. Heißt das, du ziehst dein Angebot zurück? Nein. Wenn du es wirklich willst, dann... Ja, ich will es, Carlos. Gut. Dann... Machst du noch das Licht aus? Sandspielzeug, Autos, Puppen. Hey, ich habe noch ein paar Fingerpuppen bei mir auf dem Dachboden. Super. Das Wichtigste, würde ich sagen, ist eh das Geld. Sehr richtig. Wie wär's? Wir könnten doch einen Flohmarkt mit den ganzen Sachen hier machen. Und der Erlös geht nach Rumänien. Die wissen am besten, was sie damit machen. Ja, was halten Sie davon, Frau Rima? Geld ist am effektivsten natürlich. Sag ich doch. Ja, und was halten Sie von der ganzen Sache, dass wir Ihr Waisenhaus auch weiterhin unterstützen? Ich finde es sehr schmeichelhaft, dass mein Engagement so viel Unterstützung findet. Ja, vor allem, da Sie noch die frischen Eindrücke von dem Elend dort haben, meine ich. Ja, genau. Also, das war auch eine sehr anstrengende Reise, die steckt mir noch in den Knochen. Und ich konnte die letzten Nächte auch gar nicht schlafen. Und ach, wir wollen Sie gar nicht um Ihren wohlverdienten Schlaf bringen. Apropos Spenden, ich muss noch am Geldautomat vorbei. Eine gute Idee, ich komme gleich mit. Wiedersehen. Tschüss. Bis später. Tschüss. Diese Vollidioten. Also, dass hier immer jetzt plötzlich einen aus Sarabita macht, das passt hier gar nicht zu Essen. Naja, nur weil sie skrupellos unter ihren Schülern Vieren und Fünfen verteilt, muss sie ja kein schlechtes Herz haben. Hey, das ist so ein seltsames Gefühl, für Waisenkinder zu sammeln. Vor gar nicht so langer Zeit, da war ich selbst eins. Guten Abend. Hallo. Ja, Zerda. Dann. Flasche. Robby. Gute Nacht. Der nächste, bitte. Robby, wenn stecken Sie schnell Ihr Geld ein. Ich fürchte, Sie werden gleich überfallen. Hallo. Guten Abend, Herr Doktor. Hallo, guten Abend. Hallo. Na, plündern Sie auch Ihr Konto? Ja, wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen, wenn die Schüler morgen für die Hilfsaktion von Frau Riemer sammeln. Ah, ja.
Tja, wobei, als wir gerade die Kiste gebracht haben, hatte ich das Gefühl, dass ihr die ganze Anerkennung unangenehm ist. Ach, vielleicht war sie von den Schülern einfach ein bisschen peinlich. Ja, aber gerade, dass sie die Aktion nicht an die große Glocke hängt, ist doch ein Zeichen äußerster Bescheidenheit. Ja, aber ich finde, sie sollte ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen. Jetzt plündere ich mal mein Konto. Und keine Überfälle, Herr Doktor, keine Überfälle. Ja. Wir haben es für Raoul getan. Ja. Ja. Nur für Raoul. Macht das Sinn? Fernsehen, Krimi ohne Ton? Ist doch reales Bullshit. Du, ich wollte dich noch was fragen. Ja? Hast du vielleicht noch Kleidung, aus der Caroline rausgewachsen ist? Oder Kindersachen, die sie nicht mehr braucht, also Spielsachen? Wofür brauchst du das denn? Ja, meine Kollegin Constanze Riemer, die kennst du doch, die sammelt für ein rumänisches Waisenhaus. Ist eine gute Sache. Ja, klar, ich schau mal nach. Sandra hat bestimmt noch Sachen. Okay. Kai? Jo. Wenn das vorhin ein bisschen komisch aussah. Bei dir wundert mich langsam gar nichts mehr. Yasemin hat momentan Probleme und ich musste sie trösten. Trösten? Ja, sie ist ja meine Schwägerin. Stopp, 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 stopp. Ich will davon gar nichts wissen. Also, wenn du noch Kindersachen findest, leg sie mir einfach raus. Okay? Okay. Gute Nacht.
Geh schon. Ich hätte es dir auch gebracht. Rima? Ich bin's, Boris. Was willst du? Ein Schüler. Hey, was ist? Schlechte Stimmung? Nein, was kann ich denn Wichtiges für dich tun? Ich wollte nur wissen, wann ich mein Geld kriege. Wegen der Sammlung. Das hat ja noch Zeit, da müssen wir ja nichts überstürzen. Aber wieso? Du hast versprochen, dass du gleich bezahlst, wenn du das Geld hast. Du, ich bin dann auf dem Weg. Ja, okay. Sehen uns später, ja? Gut, danke. Ah, und im Schlafzimmer ist noch eine Kiste mit Sachen für deine Sammlung. Weiß ich sehr zu schätzen. Vielen Dank. Tschüss. Boris, was fällt dir eigentlich ein, mich hier um diese Zeit am Handy anzurufen? Da komme ich doch in Teufels Küche. Wieso? Wieso? Wenn sich das mit dem Waisenhaus weiter rumspricht, dann kann ich bald überhaupt nichts zahlen. Dann wird nämlich mein Ex seine seine 10.000 Euro zurückziehen und dann kann ich dir gar nichts zahlen, verstehst du? Ich verstehe nicht. Nee, du verstehst wirklich nichts. Du kriegst schon dein verdammtes Geld, aber noch nicht jetzt. Ich brauch Zeit. Ich melde mich wieder. Ja. Herrlich. Rollmops. Ach Mensch, jetzt isst doch, hier hast du mir nicht alles weg. Guten Morgen. Morgen, mein Schatz. Ich habe dir ein perfektes Schwangerenfrühstück gemacht. Rollmops, saure Gurken, Würstchen mit Preiselbeeren. Danke, ich habe gar keinen Appetit. Du siehst ziemlich zerschlagen aus. Möchtest du vielleicht einen Saft? Also Vitamine sind jetzt sehr wichtig für dich. Nein, danke. Vielleicht einen Tee oder so? Kommt sofort. Danke. Kann ich dir nicht doch irgendwas Kleines zu essen machen? Vielleicht ein Müsli? Danke, Schatz, jetzt nicht. Vielleicht später, ja? Also am wichtigsten sind jetzt die Omega-3-Fettsäuren für dich. Die sind im Fisch drin. Aber wenn du keinen Rollmops magst, ich habe auch noch geräucherte Makrele. Oh. Nee, tut mir leid, das geht gar nicht. Da wird mir schlecht. Ich geh mich mal duschen, ja? Das liegt nicht an dir, das sind die Hormone. So, es sind jetzt alle wach außer dir. Was ist? Was ist? Schule zum Beispiel? Ah, oh, nee, ich bin noch nicht so müde. Findest du jetzt? Steh auf. Da. Ah. Von Anne mit Liebe für Robbie. Wohl zu lange CDs gebrannt heute Nacht, hm? Nee, die ist leer. Du, ich habe eine neue CD. Soll ich sie dir leihen? Nein, das ist nicht das Problem. Ich weiß einfach nicht, was Robbie gefällt. Verstehe. Früher war das anders da. Da waren wir irgendwie auf einer Wellenlänge. Das wird schon wieder. Ich weiß nicht. Na klar. Wir verstehen uns super gut, aber irgendwas fehlt. Die Nähe, glaube ich. Du musst einfach ganz offen über deine Gefühle mit ihm sprechen. Dann wird er dich schon verstehen. Aber ich verstehe mich auch selber nicht. Vielleicht hat die Therapeutin recht. Das dauert einfach, bis man wieder bindungsfähig ist. Ich habe nur einfach das Gefühl, dass es immer so bleiben wird. Ach nein, so darfst du nicht denken, Anne. Robby und du, ihr seid doch stark, ihr schafft das schon. Hoffentlich hast du recht. Ja, du darfst dich nur nicht so unter Druck setzen. Lass dich einfach von deinen Gefühlen leiten. Hey, nicht so stürmisch. Na, nichts los im Reisebusiness? Ich habe dich so vermisst und ich wollte nicht bis heute Abend warten, um dich zu sehen. Weißt du eigentlich, dass deine Liebe das Allerwichtigste für mich ist? Mir geht's genauso. Dass wir ein Kind zusammen haben werden, das ist für mich das Allergrößte. Und dabei ist mir auch total egal, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Hauptsache, wir können zusammen auf Bäume klettern, Fußball spielen, Flugzeuge zusammenbauen. Ey, das war Spaß. Ich spiele genauso gerne mit Puppen. Keine Angst. Unser Kind wird nicht so aussehen wie der da. Das ist eine einmalige Genmutation unter den Garcias. Carlos, du hast meine schwangere Frau erschreckt. Nein. Mach das nicht. Danke. Sag mal, wie kannst du immer so cool bleiben? Was heißt cool? Für mich ist es auch nicht einfach. Yasemin, du darfst es nicht so an dich heranlassen. Verstehst du? Sonst kannst du ihm gleich alles beichten. Willst du das? Nein, das will ich nicht. Dann reiß dich zusammen, okay? Wir haben das für Raul gemacht. Was ist mit Kai? Dann habe ich alles im Griff. Du musst jetzt locker bleiben, okay? Tschö.
er schon weg? Ja, er ist gerade gegangen. Ah, von Ihnen auch eine kleine Spende für Kinder in Rumänien? Vorsicht, Vorsicht! Vollständig. Darf ich mal? Dankeschön. Ciao, Alter Kumpel. Hey, wer schmeißt denn so geile Hardware weg? Ey, Finger weg. Das hat keiner weggeschmissen, das ist für die Waisenkinder. Mach dich locker, ja? Was sollen denn die dummen Kinderlein aus Rumänien bitte mit so einem Teil? Das checken die doch gar nicht. Der Einzige, der nicht checkt, bist du. Gute Nachrichten, Herr Detmar. Ja? Sind schon mehrere hundert Euro zusammengekommen. Beachtlich, toll. Das ist super. Mhm. Du kannst wirklich stolz auf dich sein. Ich kann mich dem Lob wirklich nur anschließen. Vielleicht sollten wir aus der Aktion eine dauerhafte Patenschaft machen. Oh Gott, nein. Ich meine, ich bin der Meinung, man sollte die Hilfe mehr verteilen. Es gibt ja genug hilfsbedürftige Kinder in der Welt. Ja, ja, sicher. Aber was machen wir denn jetzt mit all diesen herrlichen Sachen? Na, die bringe ich natürlich noch höchstpersönlich nach Rumänien und übergebe sie dem Leiter des Waisenhauses. Oh, Entschuldigung. Ja. Mann, Boris, ich hab dir doch gesagt, dass du mich nicht anrufen sollst. Wenn du glaubst, dass du mich einfach abwürgen kannst. Bitte mach's jetzt nicht noch komplizierter, als es sowieso schon ist. Ich stehe ja zwischen lauter Kindergerempel für ein Waisenhaus, das es überhaupt nicht gibt. Was hat das mit meinem Geld zu tun? Du bekommst dein Geld schon in den nächsten Tagen. Und die ganzen Sachen, die schmeiß ich am besten in irgendeine Karpatenschlucht oder gleich in den Rhein. Hoffentlich hat das bald alles hier ein Ende. Schon cool, so ein Haufen Asche. Und wir haben zentnerweise Spielzeug. Das schafft die Rima nie allein nach Rumänien. Mein armer Schnuffel. Ich hoffe, er kriegt ein gutes Zuhause. Er stimmt. Er ist doch schließlich Spezialist für besonders süße Waisenkinder. Tja, dann? Ja, dann. Schlaf schon. Robby? Hast du vielleicht Lust, noch mal hochzukommen? Da kann ich ja lange suchen. Willst du schon schlafen? Ich hab ihn nur kurz hingelegt. Oh. Na klar. Bei dem ganzen Stress in letzter Zeit. Aber das wird jetzt alles viel entspannter. Wenn wir erstmal eine richtige Familie sind. Du wirst schon sehen. Hm? Schatz, jetzt nicht, bitte. Was ist los? Stimmt irgendwas nicht? Doch, alles okay. Jasmin, du darfst es nicht so an dich heranlassen. Verstehst du? Dann kannst du ihm gleich alles beichten. Willst du das? Super Song. Ja. Hat mir ja auch ein super Tipp gebrannt. Mhm. Du, Robby. In letzter Zeit da war ich echt ein bisschen anstrengend. Aber weißt du? Anstrengend? Nö, kann mich nicht erinnern. So, Zeit für die Haier. Du kannst doch auch hier übernachten. Echt? Gute Idee. Dann muss ich nicht raus in die dunkle, kalte Nacht. Komm doch einfach zu mir ins Bett, weil ich habe komischerweise total kalte Füße. Okay. Auf deine Verantwortung. Aber du weißt, dass ich dir immer die Decke klaue. Das werden wir sehen. Ich hab dich vermisst, Robby. Das alles bekommst du doch im Leben nicht alleine bis nach Rumänien. Naja, ich hatte ja auch nicht vor zu laufen. Wenn du willst, begleite ich dich. Och, das ist sehr lieb von dir, aber das schaffe ich schon alleine. Das ist alles nur eine Frage der Organisation. Na gut. Naja, du hast es alleine angefangen, dann solltest du es auch alleine zu Ende bringen. Das verstehe genau. Ich. Ja. Guten Abend, die Damen.
Hallo. Hallo. Das sind der Petzold und Herr Schneider vom Kölner Kurier. Frau Riemer, Frau Behrens. Hallo. Herr Petzold hat von Ihrer Hilfsaktion für die rumänischen Waisenkinder gehört, Frau Riemer. Genau. Bitte. Sie kennen doch bestimmt unsere Rubrik, in der wir einen Mitbürger oder eine Mitbürgerin unserer Stadt für ihr kulturelles oder soziales Engagement auszeichnen, ja? Nicht wirklich, ne? Gut, trotzdem würde Sie sicherlich freuen, dass wir Sie als Kölnerin des Monats präsentieren wollen. Oh, Glückwunsch, Frau Riemer, Glückwunsch. Ja, endlich trifft's mal die Richtige. Geh schon! Hi. Hey, ist Carlos da? Ja klar. Warte mal. Carlos? Besuch. Herr Semin, was machst du denn hier? Ich muss mit dir reden. Ach so, ich kann ja schon mal vorgehen. Ja. Sind wir zum Foxy gleich, oder? Ich komm nach, ja. Gut, bis gleich. Tschüss dann. Ja. Musstest du unbedingt hierher kommen? Das macht die Sache auch nicht einfacher. Schon allein wegen Kai nicht. Ich weiß, Carlos. Wir haben uns doch abgesprochen, dass wir uns möglichst normal verhalten wollen. Aber dass du hier ständig aufkreuzt, das ist nicht normal. Ich schaff's nicht. Was? Damit umzugehen. Ich schäme mich so für das, was wir getan haben. Jasmin, Carlos, ich kann nicht einfach zur normalen Tagesordnung übergehen. Ich kann Raul nicht mehr in die Augen sehen, verstehst du? Ich muss es ihm sagen. Brauchst du neue Gäste für Party? Guckst du hier? Ich darf dieses Kind nicht zur Welt bringen, verstehst du? Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Hey, hast du dich geprügelt? Nee, ich bin gegen eine Hauswand gelaufen. Wer hat dich denn vorgeschlagen? Na, das würde mich auch interessieren. Ja. Du? Ich brauche ein echtes Waisenhaus mit einem echten Pater. Hey, das ist nicht unser erstes Mal. Ja, aber ich meine nach letzter Nacht. Ich meine, bist du dir sicher, dass Robby das auch will? Davon gehe ich ja wohl schwer aus. Anne wurde vergewaltigt. Und das Letzte, was sie braucht, ist ein Typ, der seine Finger nicht bei sich halten kann, klar?